Julian, steh auf! Julian, es geht Was? Los zu Kita, los! Wieso Frühstück Kita? Haben wir heute nicht Samstag? Nein, heute ist Donnerstag. Haben wir nicht Sonntag? Nein, Donnerstag, Julian. Haben wir nicht Ferien? Du musst zur Kita. Okay, okay, ich steh schon auf, noch 5 Minuten. Hey, mein Spatz, aufstehen! Aufstehen, los! Papa, nein, ich bin müde. Doch, komm aufstehen, bitte. Trag mich. Gerne. Hannalein, stehst du bitte auch auf? Ich bin schon wach, Mama. Mir geht's nicht so gut. Ich konnte die ganze Nacht nicht gut schlafen. Ach, was hast du denn? Weiß nicht. Ich glaube, ich kann heute nicht zur Schule. Meinst du wirklich? So schlimm? Ich würde zwar gerne Dave sehen, aber mir geht's nicht gut, Mama. Ach, Hannalein, dann bleib heute einfach erstmal liegen. Ich mach dir einen Tee, okay? Okay. Julian, du schläfst ja immer noch. Jetzt steh endlich auf. Wieso denn nicht? Ist doch, ich dachte, wir hatten Ferien. Hast du Nein, doch gesagt, Mama. Nein, du musst zur Kita. Ja gut, noch 5 Minuten, Mama, noch 5 Minuten. Nein, du stehst jetzt auf. Ja. Deine Schwester ist krank. Um die muss ich mich auch noch kümmern. Also, los. Ist Hannah krank? Ich bin auch krank, Mama, ich bin auch krank. Ja, ich hab dich durchschaut, Julian. Los, raus aus den Federn. Ja, ich steh schon auf. Oh, Julian, was willst du? Hey, Hannah, du bist echt gut. Du hast Mama gesagt, du bist krank, aber wie hast du das geschafft? Du bist doch gar nicht krank, du willst doch nur nicht zur Schule. Du bist echt mein Vorbild, was das angeht. Das stimmt nicht, Julian. Mama hat mir nicht geglaubt, dass ich krank... Was, du bist wirklich krank? Was hast du denn? Ich hab Bauchschmerzen. Bauchschmerzen? Oh, okay. Soll ich dir irgendwas bringen? Vielleicht Süßigkeiten oder so? Vielleicht geht's dir dann besser. Mm-mm. Okay, ich gehe dann zur Kita. Ich wünsche dir gute Besserung. Ich bring dir ein bisschen was mit, sowas Süßes zu trinken, dann geht's dir bestimmt besser danach. Danke. So, Hannalein, hier hast du deinen Tee. Danke. Geht's dir denn schon ein bisschen besser? Mm-mm. Was hast du denn genau? Wo tut's denn weh? Bauchschmerzen. Und wo? Mehr oben oder unten? Unten. Hannah, du, ich muss Emma gerade wegbringen. Ich bin dann später wieder da. Wir sehen uns später, okay? Falls du was brauchen solltest, deine Mama ruft mich einfach an, okay? Martin, bring doch bitte noch mal so eine Pferdezeitschrift für die Hannah mit. Ja klar, gerne. Das mache ich. Die Wärmflasche hilft auch nicht. Und jetzt wird mir sogar richtig übel. Oh, ich glaube, ich gehe lieber mal ins Badezimmer. Überhaupt nicht, muss ich nicht brechen. Mir ist so schlecht. Oh, es kommt nichts raus. Mir geht's so schlecht. Hallo, hier ist Claudia. Ich kann heute leider nicht zur Arbeit kommen. Meine Kleine ist krank. Oh, ich muss auflegen. Ich glaube, sie übergibt sich. Mama, ich hab gebrochen. Hannah, was ist passiert? Oh, so schlecht geht's dir? Ich hab den ganzen Tee wieder ausgebrochen. Mir ist immer noch schlecht. Setz dich erstmal hin. Mir ist so schlecht, Mama. Und mein Bauch. Ich möchte mich nicht hinsetzen. Ich will mich lieber hinlegen, Mama. Ist gut, Hannalein. Du kannst dich in unser Bett legen, das ist näher. Hannalein, wie geht's dir denn jetzt? Nicht gut. Hast du dolle Schmerzen? Ja, ganz dolle. Wie doll sind sie denn? Von 1 bis 10? Ist 10 doll oder 1 doll? 10 ist ganz, ganz doll. 10! So schlimm, ich rufe jetzt sofort beim Arzt an. Wie fahren da jetzt hin, Hannah? So geht das nicht. Ja. Mein armes kleines Mäuschen. Guten Tag, hier ist Claudia Vogel. Ich möchte gerne einen Termin für meine Tochter Hannah machen. Sie hat ganz, ganz starke Bauchschmerzen und sich auch schon übergeben. Heute ist nichts mehr frei? Ich soll ins Krankenhaus fahren? Na gut, dann ebenso. Dankeschön. Tschüss. Hannah, wir müssen jetzt ins Krankenhaus fahren. Beim Arzt ist leider kein Termin mehr frei. Ins Krankenhaus? Das möchte ich nicht. Du brauchst keine Angst haben, Hannahlein. Ich arbeite da doch. Und meine Kollegen, die werden sich ganz, ganz toll um dich kümmern.